come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mumpfel mit einem neuen Special Report von GT Online. Ah, Leute, mein Auto brennt. Oder Autofeuerspurglitch. Blöd. Guck mal, das sieht doch echt geil aus. Ich habe hier ein paar Bilder für euch, die ich nachts aufgenommen habe. Die könnt ihr jetzt erstmal genießen. Und wenn ihr genug Bilder in der Nacht genossen habt mit der Feuerspur, melde ich mich gleich wieder. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, Spatenkampf 35 und ich sind jetzt hier auf meinen Bungee geklettert und sauen den hinten mit Benzin ein. Das sollte mit jedem Wagen funktionieren, mit dem Bungee funktioniert es halt hervorragend. Wir haben die besten Ergebnisse erzielt, indem man das oben drauf kippt und nicht nebendran. Da fangen die Reifen nämlich nicht so schnell an zu brennen, der Wagen explodiert auch nicht. Dann setzt ihr euch rein und fahrt einfach los und das war's und das ist der ganze Glitch und der Wagen brennt. Ach so, ihr sollt vielleicht auch noch genug Platz haben, sonst knallt er gegen den Zaun, so wie ich. Aber ihr seht, das Benzin verbrennt einfach, wenn man es oben drauf macht und das war's und man kann weiterfahren. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal in Ruhe und bei Nacht. Ihr nehmt das Waffenrad raus, holt euch den Kanister raus. Wenn ihr keinen Kanister habt, den kann man bei Amination kaufen. Das ist das Waffengeschäft hier bei GTA Online. Und wenn euer Kanister leer sein soll, kann man den auch über das Interaktionsmenü unter Inventar Munition auffüllen für $105. Dann, wie gesagt, so 10 bis 20 Liter hinten drauf kippen. Man kann auch mehr drauf machen, bringt aber nicht viel, weil es hört genauso schnell wieder auf zu brennen, wie es angefangen hat. Jo, dann einfach reinsetzen, wie gesagt, und losfahren. Und dann habt ihr eine wunderschöne Feuerspur. Und es macht einen tierischen Spaß. Also ich habe das wirklich bestimmt eine Stunde gemacht. Nachteil, man muss immer wieder stoppen und auffüllen. Aber wie gesagt, es sieht einfach obercool aus, besonders in der Nacht, wie ihr hier sehen könnt. Jo, mit den Bildern entlasse ich euch auch und wünsche euch noch viel Spaß bei den Bildern. Ich bin für heute mal wieder raus. Wünsche euch was, bis zum nächsten Video. Euer Peter. Ciao, Leute.